Wie kann denn jemand so unendlich dumm sein? So dumm ist kein Mensch. Es tut so krank weh. Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich bin letztens mit Tobi durch die Stadt gegangen mit meinem Hund und dachte mir so, Moment mal, da stimmt aber irgendwas nicht. Kurzes Video zu dem, was passiert ist hier. Und wir dachten uns so, hey, Moment mal, da fehlt ein Stück Straße. Und dann haben wir ein bisschen Nachforschung angestellt und haben gesehen, dass das hier passiert ist. Die Kölner Hauptverkehrsstraße ist wohl abgesackt. Und da habe ich mich gefragt, wer hat da wohl wieder seinen Job verschissen? Wie soll ich sagen? Und genau darum geht es heute mal wieder, meine Freunde. Ich meine, dass sowas passiert. Ist das da unten? Ich glaube da unten. Ja. Paluten, hey, du wohnst ja doch noch in Köln. Schön, dass du hier bist, Mann, wirklich. Leute, was soll ich sagen? Es gibt immer wieder diese Fälle von Menschen, die es nicht hinbekommen, ihren Job richtig zu machen. Wie vielleicht doch dieser Straßenbauer hier, der einfach vergessen hat, dass da drunter einfach eine komplette Stadt auch unter Köln existiert. Amen, Herr Kolm. Und genau diese Leute schauen wir es heute an. Wir haben wieder 20 wunderbare Screenshots, über die ich mich hier zu eurer Unterhaltung hin aufregen kann. Und ich damit wieder eine Menge Geld generiere. Ich setze wieder meinen Reaction Bucket Head auf. Das war nie ein Ding. Ich habe kein Reaction Bucket Head. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Bild. Let's go. I decided it was faster to draw the QR code, boss. Ja, hier hat auf jeden Fall jemand einfach... Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Gott, Junge, das ist nicht dein Ernst, Alter. Hier hat jemand einfach den QR-Code versucht abzumalen. Der hat den einfach abgemalt und hier die Bezeichnung drauf gemacht. Bro, diesen QR-Code kann man mit... Das ist schwachsinnig. Man kann keinen QR-Code... Kann man einen QR-Code malen? Gibt es irgendwelche Artstreamer, die QR-Codes malen? Keine Ahnung. Das ist kompletter Nonsens, Alter. Wie kann denn jemand so unendlich dumm sein? Keine Ahnung, ey. Versteht dieser Mensch ansatzweise, was ein QR-Code... Ich guck's mir einfach... Komm, ich nicht weiter auf. Schau jetzt das nächste an. Ich krieg schon wieder Herzattacke. Sure, boss, I can make a basketball court. Seltsam. Also, ich habe das Gefühl, als wäre da irgendwie was falsch gemacht worden, weil eigentlich muss der Korb... Ich meine, ich bin kein Profi, um Gottes Willen. Ich war auch im Basketball, im Sport nie der Beste. Ich konnte immer nur ganz gut weglaufen vor den anderen Kindern, die mich hauen wollten. Aber jetzt an der Stelle, ich glaube, dass der Basketballkorb hier hingehört oder man das ganze Feld um 90 Grad nach links rotieren. Ich bin da Laie, aber... So wie es jetzt für mich aussieht, ist da auf jeden Fall irgendwas falsch gelaufen. Da ist irgendwas ganz falsch gelaufen. Ah ja, whoever named these streets. Ja, hier haben wir auf jeden Fall einmal die Lorry Lane, die Kaiser Doctor Straße wahrscheinlich. Dann haben wir hier this street, that street and the other street. What the... Digga, war dem Typen bei der Stadt einfach langweilig gesagt, so, das ist die Straße und das ist die andere Straße. Perfekt. Also an sich, ja... Verstehe ich nicht, nee. Apparently, two city planners in my hometown hated each other. We call them land sheets. Oh mein Gott, nein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wirklich passiert. Also, da haben sich zwei Stadtplaner in dieser Stadt gehasst. Und der eine hat quasi die Stadt so in so einem Viertel gebaut. Und der hat hier einfach mal den hier gemacht. Und dachte so, ich denke, ganz ehrlich. Und das sieht so ab aus, Alter. What the fuck? Das macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine, das macht ja die verkehrliche Bebauung und alles viel, viel schwieriger. Das sieht aus, als wäre es gefotoscht. Das ist doch nicht real, oder? Falls das real ist, meine Freunde, dann... Ach, Gottes Willen, schau doch an die USA an der Stelle wirklich. Ah! Oh Mann. Komm schon, Digga. Das muss doch mit... Das ist doch gefotoshoppt, Alter. Das ist doch gefotoshoppt. Du kannst mir nicht erzählen, dass irgendein Elektriker so dumm ist und eine verdammte Laterne falsch rum anbringt. Doch. Also ganz ehrlich, Junge. Das ist doch... Digga, nein, das kann ich nicht kaufen. Das kann ich nicht glauben. Das ist... So dumm ist kein Mensch. So dumm ist kein Mensch. Doch, so dumm sind Menschen. Doch, so dumm sind Menschen. Gottes Willen, ey. Das ist doch einfach nur... Wie hat denn so jemand einen Job bekommen? Turn left. Da steht's drüber. How can you screw this up? Wie kann man so dumm sein und das falsch machen? Biege nach links ab. Ergo kommt es auf die Linksabbiegerspur und nicht auf die Rechtsabbiegerspur, Malaka. Junge, das ist doch nicht wahr. Och Mann, das ist doch... Sowas regt mich auf. Das ist wirklich traurig. Ich meine, so jemand darf seinen Job behalten. Der kriegt wahrscheinlich Rentenbezüge und eine Krankenversicherung. Gut, wenn er in den USA ist, wahrscheinlich nicht. Aber das ist doch nicht... Das ist rechts. Wenn du doch in der Lage bist zu schreiben, dann wirst du doch auch wahrscheinlich in der Lage sein, links und rechts von... Man kann doch keinen Straßenbauer mit einer Links- und Rechtsschwäche einstellen, Leute. Das geht nicht. Irgendwo hat es doch alles Grenzen und die ist hier auf jeden Fall... Was ist eigentlich mit meinen Haaren los? Ich muss auf jeden Fall zum Friseur, Alter. Holy Sch...
I'm aware of that. Thank you. LED-Display. Ja, da hätte man eigentlich irgendeinen Werbetext hinschreiben können. Sowas wie, come in, we have nice bread. Top-Werbetext an der Stelle. Oder sowas wie, hey, heute im Sonderangebot, 3 Oliven zum Preis von einer. Keine Ahnung, wer einzelne Oliven verkauft. Aber darum geht es ja nicht. Jetzt steht da aber nur LED-Display drauf. Weiß nicht unbedingt, wie das Kunden anlocken soll. I'm aware of that, thank you. Ja, ich bin mir auch bewusst, dass das ein LED-Display ist. Das hilft mir aber jetzt an der Stelle nicht weiter, wenn es ein Restaurant ist. Trotzdem schön, so ein LED-Display zu haben und einfach damit zu flexen. Ich meine, vielleicht wollten die auch gar nichts draufschreiben. Vielleicht wollten die aber sagen, hey, guckt uns an. Wir sind das einzige Restaurant mit einem LSD. Ihr wisst, was ich halt mein Maul. Ich bin auch nicht in der Lage, meinen Job richtig zu machen. Nein, 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 nein! Es gibt Sachen, die gehen zu weit und gerade bei Pizza und Essen hört es auf. Ich meine, come on, Leute, guck mal bitte. Das ist, wer hat diese Pizza geschnitten? Welcher Diabolik, wie soll ich das hier essen? Was ist das hier? Das ist labberig, Alter, das fällt runter. Ein Pizzastück muss so aussehen, aber da muss, es ist doch nicht schwer, einen Kreis zu partizipieren. Das ist doch nicht schwer, ich meine, es ist eine der einfachsten Aufgaben, das lernt man in der Grundschule, Malaka. Du kannst doch eine Pizza nicht so zurichten. Look at the mess, my boy. Es ist einfach nur, es tut so krank weh. Es tut so weh, der Schmerz sitzt tief. China may be using sea to hide submarines. Ein sehr, sehr guter Titel, auf jeden Fall eine tolle Überschrift. Leute, ich bin da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Angeblich, kommt mal kurz her. Angeblich benutzt China das Meer, um ihre U-Boote zu verstecken. Krass, oder? Krass. Oh mein Gott, als ob er das macht. Nee, ist eine krass investigative Journalismusaufgabe, die hier getätigt worden ist. Also da kann man auf jeden Fall zweimal klatschen für. Sorry, hat nur für einmal gereicht. Wüsste ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, außer Top Job. Also wirklich, du bist sicherlich ein richtig guter Journalist und wirst da viele krasse Dinge zum Tageslicht. Ich will jetzt nicht mehr schauen. Ich will einfach nicht mehr. Hier ist einfach irgendeine Werbetafel und da hat jemand den Ordner Cool Sign draufgezogen. Weil man sich nicht sicher war, sollen wir jetzt den Kunden, die hier die Werbung bezahlt haben, auch wirklich die Möglichkeit geben, dass sie hier drauf werben können oder nicht. Hat sich dann dagegen entschieden. Jetzt gibt es da einfach den Ordner, wo drauf steht Cool Sign und das reicht ja dann auch an der Stelle. Oder ich meine, das ist ja mehr als genug. Cool Sign. Wie zum gottverdammten Teufel soll das irgendjemandem weiterhelfen? Also, tut mir wirklich einen Gefallen und sagt mir, wie ich daraus irgendwas ziehen soll, denn ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr, Leute. Ja, ihr merkt euch selber, ich frage mich gerade wirklich, wie solche Leute es. Mir gehen die Worte aus. Mir gehen einfach die Worte aus. Ich habe die Foundation mal kurz gefixt, Boss. Ich habe hier mal das Fundament ganz kurz repariert. Das passt. Also ich habe da einfach so ein Stück Holz unter das Haus gelegt. Das hält jetzt auf jeden Fall. Also das sieht auf jeden Fall richtig, richtig safe aus. Häuser in Russland sowieso eine Sache für sich. Sowas sehe ich aber tatsächlich jetzt auch erst zum ersten Mal. Sicherlich interessant. Sicherlich eine Art und Weise, damit umzugehen mit so einem Schaden an einem Haus. Ich hätte das tatsächlich anders gemacht, das ganze Haus abgerissen. Aber ich meine, für eine Runde PUBG würde das Haus auf jeden Fall noch eignen, oder? Leute, jetzt mal Real Talk. Also da passt ein ganzer Kopf drunter. Der Typ hätte seinen Kopf darunter klemmen sollen, der Idiot. Vielleicht hätte er da ein bisschen nachgedacht. Holy shit, Mann. Hier, ich habe hier vorne ein Stadion gebaut. Was sagst du eigentlich da? Der Ball? Ach so, ja. Bisschen Blödsinn. Euro 2012. Ja, ich weiß nicht, ob die EM 2012 hier... Oder war es eine WM? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch total... Es muss eine WM... EM gewesen sein, Gottes Willen, ich kriege hier mittlerweile Stotterattacken, Alter. Ja, nee, ist gut, ist cool. Also es ist ein gutes Fußballfeld, das lässt sich sicherlich gut bespielen. Cooler wäre es gewesen, wenn eine Seite von den Toren so wäre und die andere nach unten. Das wäre noch fairer gewesen. Man hätte natürlich das woanders hin machen können. Der Ball wird sicherlich nicht die ganze Zeit auf die Straße rollen und überhaupt würde es auch gar nicht anstrengend sein, für die Spieler die ganze Zeit wie so eine Bergziege zu laufen. Das ist sicherlich eine tolle, tolle Location, wirklich. I ordered a Big Mac through DoorDash with extra sauce and the lady gave me a separate box with the sauce inside. Why? What the fuck, Alter? Der Typ hat sich also einen Big Mac bestellt. Ja, und wollte extra Big Mac Soße haben. Wo kommt diese Soße hin? Klar, natürlich auf den Big Mac. McDonald's sagte sich aber an der Stelle, nee. Wir packen die Soße in extra Karton, weil dann kannst du die selber da drauf tun mit deinen Händen. Oder bist du gar in der Lage, dich damit vollzureiben, wenn du möchtest. Wo ist da irgendwo der Benefit für den Endverbraucher? Ich sehe ihn an der Stelle einfach gar nicht. Das ist einfach nur belastend. Das ist einfach nur belastend dumm. Ah, hier. How do you come to these with leaves in the Skatepark? Ah, hier. Wir haben hier ein paar Blätter im Skatepark. Bevor wir die wegmachen, stellen wir da lieber ein paar Hütchen hin. Damit ihr bitte Bescheid wisst, passt da bitte auf. Nicht in die Blätter reinfahren. Sieht actually ganz nice aus, dieser Skatepark hier mit diesem komischen Ding. Keine Ahnung, was da hinten ist, Alter. An sich eine gute Möglichkeit, auf jeden Fall für Sicherheit zu sorgen. Fahrt da einfach nicht lang, wenn da Blätter liegen. Das ist genau wie dieses deutsche Schild, ab hier kein Winterservice. Und du guckst da hin und da hinten ist einfach so ein riesiger Eistunnel. Und hinten enthauptet so ein Yeti gerade ein ganzes Dorf. Und du denkst ja so, okay, dann gehe ich jetzt hier nicht zu meiner Wohnung und bleib einfach auf der Straße wohnen, wenn hier kein Winterservice ist. Das ist schon in Ordnung. Also er hat ein Foto von diesem Kuchen gemacht und
hat dann diesen Kuchen bestellt und hat gedacht, okay, ich hätte gerne einen Kuchen, der genauso ist. Hier so mit so einem Arztgewand, mit so einem Arztkittel und einem Stethoskop drauf und einem kleinen Hämmerchen drauf, all dem ganzen Kram. Und was hat der Kuchenshop gemacht? Der hat einfach das Bild auf den Kuchen gedruckt und das ihm geschenkt. What the fuck? Ich meine, ja, der Typ könnte jetzt den Kuchen selber ausschneiden, aber ist es, also ich meine, es liegt doch im allgemeinen Verständnis, dass der Kerl einen Kuchen haben wollte, der so aussieht, oder? Das kann man mir doch nicht erzählen, das ist doch einfach nur Dummheit, das ist nicht mal faul, das ist einfach nur dämliche Dummheit, wirklich. Das muss man bewusst gemacht haben. Ich weiß nicht, aber muss man so einen Fernseher nicht vorher auspacken? Ist da nicht so ein Ding? Also klar, die haben ja einen Karton drum, damit der geschützt, aber so sehe ich ja nichts vom Bildschirm. Also man hätte auch einfach ein Loch reinschneiden können, damit man zumindest Teile davon sehen kann. Gut, hier, oh Gott. Welcher Idiot macht eine Steckdose in ein Waschbecken rein, Digga? Das ist doch ein Prank. Das ist doch gefotoshoppt. Das kann mir doch kein Elektriker der Welt würde so etwas machen. Keiner. Nicht mal der dümmste Elektriker der Welt. Nicht mal der allerdümmste Elektriker der Welt würde so etwas machen. Das muss ein Fake sein. Ich beruhige mich damit jetzt, indem ich mir sage, dass es ein Fake sein muss. Ah ja, hier, natürlich, klar, ich repariere ganz kurz diesen komischen Mast hier, der gerade, also den Strommast hier, das ist alles repariert, ja, das passt soweit. Ich meine, Panzertape, das hält, das rettet viel, aber das, Bro, actually lose your job. Also ganz ehrlich, Digga, das ist nicht nur gefährlich, sondern auch einfach unendlich dumm. Das ist einfach nur, Leute, ich, tut mir, mir wird schlecht davon, ich beende dieses Video jetzt hier, mir reicht's, wir sehen uns. Wenn die Stadt Köln es hinbekommen hat, dieses riesige Loch in meiner Nachbarschaft gepflegt zu haben. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss.